Mitleid war gestern, Faszination des Sports von Menschen mit Behinderung. So lautete das Thema des 9. Kölner Abends der Sportwissenschaft, der am 17. September an der Deutschen Sporteschule Köln veranstaltet wurde. Die rund 500 Zuschauer sahen einen interessanten Abend, der sich dieser Thematik in aller Tiefe annahm. Das resultierte vor allem durch das Fachwissen und den Erfahrungen der eingeladenen Podiumsgäste. Hierzu gehörte die ehemalige Biathletin Verena Bentele, die in ihrer aktiven Zeit mehrfache Weltmeisterin und Paralympics-Gewinnerin war und nun als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung vor Ort war. Weiterhin war die ehemalige Speerwurf-Weltmeisterin Steffi Nerius mit ihrem Athleten Markus Rehm vom TSV Bayer 04 Leverkusen vor Ort, der ebenfalls mehrfacher Weltmeister und Paralympics-Gewinner in der Leichtathletik ist. Zu den weiteren Podiumsgästen zählte noch Monika Tschuba, die als Studentin der Deutschen Sporthochschule Köln aus ihren Erfahrungen erzählen konnte. Also für mich ist Mitleid auch so ein Thema. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, oh, du hast das, das mag ich auch nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier an der Sporthochschule habe ich das bis jetzt nicht so empfunden, sondern eher Hilfsbereitschaft oder Respekt halt natürlich. Weiterhin waren noch Georg Döpke, Leiter der Kommunikation der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Dr. Volker Anneken, Leiter des Forschungsinstituts für Inklusion durch Bewegung und Sport der Gold-Krämer-Stiftung und Universitätsprofessor Dr. Thomas Abel vom Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften vor Ort, der bei dieser Veranstaltung seine Antrittsvorlesung zur Übernahme der Professur Paralympischer Sport hielt und schon seit vielen Jahren als absoluter Fachmann auf diesem Gebiet bekannt ist. Moderiert wurde die Veranstaltung wieder vom ZDF-Moderator Wolf-Dieter Poschmann. Schnell waren sich die Experten einig, dass die Zeiten des Mitleids schon lange vorbei sind und mittlerweile Bewunderung für die Leistung der Athletinnen und Athleten mit Behinderung in den Köpfen der Zuschauer herrscht und der Sport in seiner Form noch weitaus mehr verrichten kann. Inklusion war einer der meistgenannten Begriffe des Abends. Dass dieser im Sport zu finden ist, stand außer Frage. Dennoch wünschte sich der ein oder andere Podiumsteilnehmer hierfür eine andere Orientierungsvorgabe. Also ich muss einfach sagen, ich glaube, die Diskussion sollten wir nicht zuallererst immer über die Paralympics führen, sondern wirklich schauen, dass wir den Sport ansonsten zusammenkriegen, dass gemeinsamer Sportunterricht stattfindet, wie wir es hier sehen an der Sporthochschule, ein gemeinsames Sportstudium, dass die Vereine sich öffnen für Menschen mit Behinderung, dass wir, weiß ich nicht, zum Beispiel im Langlauf und im Biathlon haben wir auch die bayerischen oder deutschen Meisterschaften nicht zusammen. Also ich bin immer der Überzeugung, man sollte bei solchen Sportwettkämpfen anfangen und dann kann man irgendwann zu den Paralympics gehen. Und gerade jetzt, wie das der Markus auch schon gesagt hat, finde ich es wirklich einfach auch eine ganz tolle Geschichte, dass es in der Leichtathletik eben funktioniert, dass die Sportler dann auch vor einem vollen Stadion laufen, würde ich mir für den Anfang beispielsweise für die Biathleten auch wünschen, dass Simon Ruhpolding vor dem krachvollen Biathlonstadion laufen können. Dass Inklusion oftmals einfachere Wege gehen kann, um in der Gesellschaft anzukommen, darüber waren sich ebenfalls einige Experten einig. Also ich glaube, wenn wir grundsätzlich darüber nachdenken, wie können wir Vielfalt willkommen heißen, dann müssen wir Vielfalt kennenlernen, dann müssen wir uns untereinander kennenlernen, dann müssen wir auch miteinander ins Gespräch kommen. Das mag manchmal sehr fruchtbar sein und manchmal weniger fruchtbar. Das ist ja irgendwie immanent bei Gesprächen. Das müssen wir hinbekommen. Also wir müssen zusammenkommen, wir müssen Verbindungen schaffen. Das ist sicherlich unsere große Aufgabe in der Zukunft. Wir brauchen auch Qualifikationen, ja, aber wir brauchen vor allen Dingen Leute, die sagen, ich fange mal an und gucke und ich bin ein guter, im Berufsfeld organisierter Mensch und dann kann ich mit Vielfalt auch umgehen. Ja, ich denke, dass tatsächlich die Inklusion und das Miteinander im Sport viel, viel einfacher ist als im ganz normalen Leben, in Anführungsstrichen, wenn Behinderte jetzt keinen Sport machen. Das kam vielleicht ein bisschen zu kurz. Und ich denke, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, dass man einen ganz unkomplizierten, normalen Umgang hat. Also wenn jetzt Kinder auf dem Schulhof miteinander spielen, dann ist es wurscht, ob dem einen der Unterschenkel fehlt oder ob er im Rollstuhl sitzt. Da sind Kinder wirklich ganz unkompliziert und sind frei raus und je älter man wird, desto eventuell, will ich jetzt auch nicht so pauschalisieren, mehr Blockaden bauen sich auf und einfach dort weiterzuarbeiten und in die richtige Richtung zu gehen.
Gleichwohl waren sich die Experten genauso darüber einig, dass die Pflichten zu einer vernünftigen Inklusion auch von den jeweiligen Sportverbänden gelöst werden müssen. Also haben alle eine wichtige Rolle. Die Sportverbände sollten erstmal alle Übungsleiter und Trainer so ausbilden, dass sie eine Grundkompetenz im Thema Inklusion und Diversity, Vielfalt eben haben. Und die Vereine natürlich sollten einfach wirklich ein Inklusionsangebot haben, also für jeden offen sein und das aber auch kommunizieren. Und dann, klar, sind die Menschen mit Behinderungen gefragt, die dann auch kommen und diese Angebote annehmen. Und genau die Vernetzung ist wirklich einer der zentralen Punkte, um die ich mich auch als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen kümmere, dass eben wirklich die Sportangebotsuchenden und die Sportanbietenden zusammenkommen. Ich denke, wir müssen einfach beide Seiten aufeinander zugehen. Das heißt, der paralympische und olympische Sport müssen aufeinander zugehen, sich mal an einen Tisch setzen und mal über Möglichkeiten und auch Chancen nachdenken und sich einfach mal austauschen und nicht immer die Gefahr sehen, dass man da irgendwie einen Wettkampf verzerrt. Also ich glaube, das ist das Ziel von keinem, den Wettkampf zu verzerren. Wir wollen gemeinsam Sport treiben, wir wollen unseren Sport nach außen präsentieren. Und ich glaube, das können wir gemeinsam vielleicht sogar noch besser. Und das würde ich mir wünschen, dass man da gemeinsam an Chancen und vielleicht neuen Zielen arbeitet, auch den Sport attraktiver zu machen. Und ich denke, das ist keine Gefahr, sondern eine ganz, ganz große Chance für die Zukunft. Bleibt abzuwarten, wie sich dieser Prozess auf den unterschiedlichen Ebenen entwickelt. Ob es nun innerhalb des Spitzen- oder Breitensports ist.